herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute das erste Mal in diesem Bikepark The Mother. Wir waren das letzte Mal im Bikepark Winterberg. Ich glaube im September 22 habe ich das letzte Video gepostet von hier. Wir waren zwar letztes Jahr auf dem Dirtmasters hier, aber sind halt keine Trails gefahren. Das bedeutet, es ist fast 2 Jahre her, dass wir hier die Trails gefahren sind. Und wie gesagt, das erste Mal bei The Mother. Wir sind jetzt schon mit dem Lift hochgefahren. Hier gibt es einmal Fairy Trail, Easy Peasy und Schneewittchen, aber wir werden auf jeden Fall Schneewittchen fahren. Oh, der nervt so wirklich. Gib gerne mal einen Daumen nach oben, wenn ich ihn weiter mobben soll. Unter meinem letzten Video haben auch viele geschrieben, oder unter meinem vorletzten, ja, dass er immer gemobbt wird. Ist halt so. So, Easy Peasy, The Mother. Let's go, bist du bereit? Okay, ich weiß gar nicht, warum wir hier überhaupt die Einzigen sind. Ich glaube, die anderen sind auf der anderen Seite. Okay, let's go. So, Schneewittchen, ab geht der Peter. Muss mal gucken, ob ich im richtigen Gang bin gleich. Ja, schön geshaped hier. Einige Anlieger. Double auch gleich geschafft. Der Table kommt immer zu früh noch, der Ding. Table. Table. Warum sagt mein Kameramann nichts? Alles gut? Ja, warum labert der nicht? Der muss doch mit euch labern. Jetzt hat er angefangen. Gleich weiter? Jo. Mehr deine Hüfte noch eindrehen. Okay. Mehr meine Hüfte noch eindrehen. Holzelemente. Hier nochmal ein Skinny. Und weiter geht's. Wuhu! Hier kommen jetzt nochmal so kleine Tables. Ah, meine Güte. Blickführung war gut, sehr gut, Manon. Noch mehr die Hüfte. Der hält die ganze Zeit. Oh
Ich krieg doch, ich kann das mit dem reden, Leute. Hast du die Kamera noch an? Ja. Oh, irgendwas habe ich falsch gemacht, ne? Ja, ich hab's auch gemerkt. Genau, was ich noch auf jeden Fall sagen wollte, hier ist übrigens Full-Face-Helm-Pflicht. Also eben war auch wieder einer mit Halbschale, der nur halt Schneewittchen fahren wollte, aber der wurde auch direkt angesprochen, dass er sich dann eben Full-Face-Helm ausleihen muss. Ist halt hier im Bikepark so. Sind halt die Vorschriften. Ich find's gut. Und ja, damit man sich auch nicht verletzt, wenn man mit dem Fahrrad zum Lift möchte, ne? Weil das ist ja auch wirklich difficult. Ready? Ready? Fairy Tail! Fairy Tail Tail! Fairy Tail! Fairy Tail Tail! Fairy Tail! Ja. Super entspannte Strecke hier. Also ich würde sagen, noch entspannter als Schneewittchen. Genau. Probentechnik auch wieder hier sehr gut zum Üben. Der Kameramann hat eben gesagt, Hüfte eindrehen. Also was mache ich? Hüfte eindrehen. Hüfte. Die Hüfte muss eingedreht werden. Die Hüfte. Nicht bekommen. So schon daran. Heute darf man nur reimen. Gleich weiter? Jupp. Ist er besser mit meiner Hüfte? Ja, ich achte mal drauf. Da ist noch kein Anlieger. Also rechts von dem. Pass auf mit deinem Fahrrad. Warte, was ist drum, was der mit so viel. Richtig. Hammer. Ja, hier muss man ja den das Fahrrad einhängen und dann vorne zum Lift. Achso, kommst du klar? Ja. Die Kamera ist so weit oben jetzt durch den Helm, weil die ja auf dem Schirm ist. Ja, interessiert keinen. Den Kopf einziehen. Ja. War nur Spaß. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Interessiert keinen. Kurzes Fazit zu Schneewittchen und Fairy Tail. Ich finde, sie sind sehr, sehr familienfreundlich, anfängerfreundlich, aber auch zur ersten Strecke, wenn man sich warm fahren möchte. Ich finde, Fairy Trail wäre quasi der erste Trail, den ich empfehlen würde. Und dann Schneewittchen, nicht so, wie wir es gemacht haben. Genau, weil ich finde, Schneewittchen hat doch schon ein paar mehr Tables und ja, höhere Anlieger. Ne? Also im Gegensatz zu Fairy Trail. Mhm. Möchtest du nichts dazu sagen? Nee, eigentlich nicht. Gut, alles klar. Dann danke, dass Sie dabei waren, aber hau rein. Drängen sich einfach vor. Spaß an den Spaß. Viel Spaß! Ja, heute sind ja irgendwie so viele, die kein Deutsch sprechen. Also quasi, ich glaube Franzosen oder Niederländer oder so. No! Ich bin Valdara oder so. Ich kann es nicht so schnell sehen. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier richtig. Manon überlegt gerade wieder, ob sie richtig ist, aber ja, sie ist richtig. Der Natursprung freut sich total wieder. Das ist so geil, Mann. Ein Hügel hier hoch runter. Oh, da. Woohoo!
leicht bremsen, damit man halt nicht so schnell wird. Oder ihr könnt einfach volle Karache so mich runterfahren. Hat sich ein bisschen verändert, ne? Alter, das ist zwar ein Flowtrail, aber du kannst ja so abziehen und so schnell werden. Ja, das stimmt. Boah. Ich habe gerade noch mal gesagt, dass es halt jetzt eine blaue Strecke ist und keine grüne Strecke. Ja, genau, man merkt. Ja, und ja, dass man hier einfach schneller wird. Oh mein Gott, ich liebe dich. So, du fährst vor. Nee. Warum? Du fährst nur noch vor. Warum? Das ist voll langweilig fürs Video. Das Leute, kommentiert jetzt mal, dass es langweilig ist, wenn wir immer nur die gleiche Position fahren. Fahr vor. Okay. Ja, hier sind links, rechts. Enge Kurve. Ich fahre jetzt extra langsam, dass Manon genervt ist. Nein. Dänchen. Hier kommen wir wieder voll in den geschenkten Bereich. So, voll geil. Manon labert für dich. Konzentrierst dich jetzt mal. Ja, macht auch Bock. Obwohl mir eben der erste Teil besser gefallen hat, muss ich sagen. Okay, weiter. Ja! So, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn endlich. Jetzt werden die Aufnahmen auch gut. Ich mag das ja gerne, wenn man so richtig nah aneinander, hintereinander fährt. Wo ich auch immer sagen muss, ich habe immer Angst, dass einer sich lang packt und der andere einfach über einen rüber fährt. Aber das gehört nun mal dazu. Ein winziges Restrisiko muss ja auch vorhanden sein. Vor allem noch ein bisschen langsamer, dass Manon noch sich ein bisschen aufregt. Schneller! Pedalschlag machen. Genau. Ja, gefällt mir. Vielleicht geht's zu langsam. Ja, na Spaß, nein. Reicht, ne? Nein. Okay. So, ich glaube, das hier ist jetzt der letzte Abschnitt von der Flowtrail, vom Flowtrail. Miau. Hier rechts ist der See übrigens. Hat er mich gehört? Nee. Da rechts war der See, den ich meinte. Ah, jetzt weiß ich, welchen du meinst. Okay. Sehr schwieriger, ne? So, jetzt kommt die Strecke quasi 4 von 4. Also das ist jetzt Kürhill, auch easy. Das ist die vierte ja, anfängerfreundliche Strecke, die ich euch heute zeige. Wir zeigen euch das jetzt. Ja. Viel Spaß. Oh, jetzt kommen die Kiddies. Warte mal, wollen die hier lang? Ey, guck, was der an hat. Der hat ein Lilo und Stitch-Kostüm. Okay, Kürhill. Okay, der Table war schon mal geil. Der war irgendwie so zeitlupenmäßig. Aber ich war auch ein bisschen nah, muss ich sagen. Wow. Oh Mann, heute ist es so windig, dass ich keinen Speed bekomme. Gegenwind. Oh. Rechts vor links. Ich weiß nicht, bin ich falsch gefahren? Nee. Oh, Double. Und hier. Hey,
ich bin quasi auf den Table Ich komme nicht klar, Leute. Oh. Oh, fast! Ein bisschen mehr abspringen. Irgendwas klappert an meinem Helm. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Wie war's? Ich hab mich ein bisschen gefühlt. Out of control. So. Ich habe kein Wort gesprochen, fällt mir gerade auf. Echt jetzt? Ja. Okay. Also ich finde schon, das ist halt ein deutlicher Unterschied zu Schneewittchen und Schneewittchenfeld. Also definitiv. Man merkt schon, das ist wirklich blau und nicht. Definitiv. Also ich würde anfangen, wenn ich jetzt von den Tagen her, die ich fahre, würde ich zuerst Fairy Trail, ja. Schneewittchen, ja. Flow Trail, ja. Kühe. Ja. Also wir uns einigen. Das war es jetzt auch mit diesem Video. Das erste Mal The Mother ist abgehakt. Wir haben heute übrigens fast 70 Euro bezahlt, ne? Für ein 4-Stunden-Ticket. Ja. Also für 2 Personen. Genau. Ist halt so, kann man sich vielleicht nicht jeden Tag leisten, aber einmal oder zweimal im Jahr ist es auf jeden Fall drin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ciao! Achso, wolltest du nicht noch was über deinen Helm erzählen? Nee. Doch, doch. Ich wollte mich eigentlich noch nochmal einlesen, aber jetzt hast du mich so, überrumpelt. Uiuiui. Ja, ich habe einen neuen Helm von Alpina. Den gibt es wohl auch erst 2025 im Handel. Aber auf alpina.de seht ihr auch, ist übrigens keine Werbung. Auf alpina.de seht ihr aber auch, auf welchen Festivals ihr den schon erhalten könnt. Also ich finde, Preis ist völlig in Ordnung, 150 Euro. Die Kappe ist starr, wir haben über so weiße Aufkleber, hat MIPS, ist zertifiziert, also auch für Downhill und hat auch diesen Downhill-Verschluss. Also ich habe den heute das erste Mal getestet, bin bis jetzt zufrieden. Ich wollte jetzt nicht wieder ziemlich cool sagen, weil das habe ich im letzten Video schon 5-mal cool gesagt. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, wir können euch das nochmal verlinken. Ja, der Schirm ist starr. Da habe ich jetzt hier so noch ein paar Aufkleber gemacht. Das ist, wenn es, falls es wackelt und die schwere GoPro oben drauf ist, dass hier keine Geräusche entstehen. Genau, GoPro habe ich hier oben angebracht, weil hier kein Platz ist. Und hier habe ich auch nochmal zwei Aufkleber. Also unbezahlte Werbung, aber einfach eine Empfehlung von uns. Genau, und fühlt sich echt gut an. Super. Muss ich sagen. Also erste Mal gefahren, ich bin zufrieden. Ich habe übrigens meinen Kopf gemessen. Mein Kopf ist eigentlich 55 und der ist jetzt von 56 bis 59 und der passt perfekt. Das heißt, sie fallen kleiner aus als sie. Ja, genau. Ja, bin auf jeden Fall zufrieden. Dickschädel. Ja, so viel dazu. Also einfach eine Empfehlung von uns. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Ciao!